Teile, die gibt es ja weltweit. Ja. Aber meinst, man sollte welche reimportieren. Ja, natürlich. Ja, klar. Die Grünen wollen ihre Mauer wieder haben. Ja, so war der Spruch. Ja, ja, genau. Das kann man mal. Ja, ja, aber finde ich gut. Ja, das haben schon viele oder einige gesagt. Mhm. Aber bloß erstmal finden sie es schön, dass überhaupt so ein Punkt hier ist. Ja. Und den Charakter. Mhm. Den die Mauer dargestellt hat. Ist ja aus welcher Himmelsrichtung man kam. Klar. Das kann man nicht mehr darstellen. Nee, will ich auch nicht. Aber nur praktisch früher hieß ja, die Leute, die hier wohnen, die wussten ja gar nicht, dass da ein Fluss war, weil sie immer vor die Mauer geglotzt haben. Nee. Und wenn da eben ein oder zwei Segmente stehen würden, das fände ich toll. Ich bin hier in Ostdeutschland groß geworden, wir haben da nicht mehr die Mauer gesehen. Weil die Mauer fing ja bei uns, bei der Spandauer Straße, klar, 50 Meter hinter uns. Ne? Ja. Okay, so, ich werde jetzt mal ein bisschen dazu sagen. Hä? Ja, wir haben ja heute einen weiten Umweg gemacht von unserem Mauerweg entlang, weil wir da in dem Restaurant wurden wir eingeladen und die hatten letztes Mal das organisiert direkt an der Grenze und das ging diesmal nicht und das war ein schöner Ausgleich. Aber zu diesem Wachturm wollte ich doch noch zurückfahren, auch wenn wir 2 Kilometer wieder nach Süden gefahren sind und wieder zurück müssen. Warum? Rund um West-Berlin gab es 302 Wachtürme und heute gibt es nur noch 5. 2 in Brandenburg und 3 in Berlin. Und das waren Einzelinitiativen. Und diesen Wachturm hat einer aus der Verwaltung von Neuendorf, der hat sich dafür eingesetzt, dass er nicht abgerissen wird, konnte sich durchsetzen, das ist ein kleines Museum und Sie leiten das ja, alles wunderbar. Ich bin Mitarbeiter. Ah, Mitarbeiter. Ja, finde ich ganz toll, dass es erhalten geblieben ist. Und dieser Weg war ja vor 2 Jahren noch nicht asphaltiert, ein bisschen sandig. Der ist jetzt wunderbar fahrradfreundlich ausgebaut worden. Und natürlich steht hier eine Tafel, wo die Situation erklärt ist. Und wer mal sonst hierher will, der kann auch dann ins Museum gehen. Wann ist es immer geöffnet von? Von Dienstag bis Sonntag, von 10 bis 18 Uhr. Von Dienstag bis Sonntag, von 10 bis 18 Uhr kann man sich das angucken und vor allen Dingen, wenn man dann hochgeht und hat dann den Überblick. Und man darf ja nicht vergessen, die Leute, die hier wohnten, die haben ja von dem Fluss nichts gesehen. Die haben nur die Mauer gesehen. Noch nicht mal die Mauer haben sie gesehen, weil sie weit ab wohnten. Und die durften ja nicht den Grenzstreifen betreten und so weiter und so fort. Und dass daran erinnert wird, und ich habe gerade schon gesagt, ich fände es toll, wenn 1 oder 2 Segmente da vorne stehen würden, wo einst die Mauer stand. Da sieht man noch, das war dann markiert im Rasen, dass das ein Weg war, aber sieht man jetzt kaum noch. Aber dass man weiß, aha, so ähnlich war das. Ja, ganz toll. Und jetzt radeln wir wieder zurück nach Hennigsdorf. Und da treffen wir uns in 14 Tagen wieder um 14 Uhr. Und schön, dass Sie dabei waren. Nochmal vielen Dank. Danke, Herr Kramer. Gleichfalls. Ja. Fahren wir, ja? Ja, wir fahren weiter. Mensch. Hä? Ja. Ja.
Wie, haben Sie keine Schüsse gehört? Ja, gleich Schätze, ja. Ja. Ja, ja. 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 Ja, und 11% hat die DDR ausgegeben für die für die Grenzerhöhung. Ja. 11%. Hat kein anderes Land so viel. Ich habe ja bis jetzt immer meinen Weg durch Berlin gefunden. Mhm. Aha. Auch nur ein Dorf. Mhm, ja. Klar. Ja, und was das gekostet hat, ja. Ich habe noch uralte Aufnahmen aus dem Turm. Da muss ich mal gucken, ob ich die jetzt irgendwo herfinde. Kann ich die hier reinschneiden? Ja, wenn da noch 6 dabei waren, dann waren wir heute wieder 80. Ich könnte ja mal einen Link schicken, Jürgen, wo das läuft. Du bist ja hier mein mit ein Statist. Aha. Ja. Mein Manager fragen, der. Bei mir läuft das anders. Bei mir läuft das andersrum. Bei mir zahlt man, um mitmachen zu dürfen. Also guck mal erstmal auf dein Konto, ob du dir das leisten kannst. Ja, ich habe gerade ein bisschen was draufgepackt. Also na, aber das willst du ja schon wieder für ein Fahrrad ausgeben. Nee, nee, das ist noch nicht für ein Fahrrad. Ja, guck hier, diese, das sind die. Man, ich muss sagen, so würde man ja auch schön wohnen, ja, wenn man so irgendwie Zugang zum Wasser hätte. Ja, vor allem, als sie das jetzt saniert hatten, hätten sie doch die Kurve machen. Hier siehst du, wie die alle auf ihren Jacken rumlümmeln oder zumindest hier am Strand. Nee, bei mir auch nicht. Die sagt, das war mit Jürgen. Aber hier jetzt mit, zum Radeln ist das wirklich toll. Udi, das war die Hölle, ne? Immer, ja, immer Boot. Das Boot kannst du ja noch vergessen. Also, 70 sind wir ja jetzt nicht mehr, aber ja, die lassen wir natürlich durch. Klar, dürfen weiterfahren. So rücksichtsvoll sind wir. Erst recht für Fahrradfahrer. Ja, also wir sind jetzt hier am Kanal entlang gefahren. Hier war ja auch die Grenze, aber Hennigsdorf spielte eben eine große Rolle. Hier gab es 2 große Industriewerke. Eins war VEB Lokomotive. Und die haben schon zu DDR-Zeiten immer Lokomotiven gebaut. Sie wurden dann nach dem Fall der Mauer von AEG übernommen. Jetzt Bombardier und Alstom. Hier werden immer noch Eisenbahnen gebaut, sieht man auch. Und das andere war ein Stahlwerk. Und das spielt eben eine Rolle, weil am 17. Juni oder am 16. Juni sind die Massen von hier praktisch nach Berlin gelaufen, um praktisch da den Protest zu machen. Und leider wurden sie dann mit Panzern niedergemacht. Aber immerhin. Das war hier das Werk und Heinz Brandt, der ja lange Zeit im KZ saß und aber das überlebt hat. Und der war, also die Feinde meiner Feinde sind meine Freunde, ist dann in die DDR gegangen, hatte auch in der SED einen großen Namen und ist dann aber nach dem 17. Juni hatte er die Oppositionsbewegung und diesen ganzen Marsch der Arbeiter von hier unterstützt, musste alles aufgeben und ist dann nach Westdeutschland gegangen und hat gesagt, na, ich 10 Jahre Stasi-Knast, 10 Jahre KZ war für mich genug, nicht nochmal 10 Jahre Stasi-Knast. Er wurde dann auch am 16. Juni 1961, also vor dem Mauerbau, wurde er noch entführt nach West-Berlin. Da haben sie gesagt, nein, da ist eine Diskussion. Aber sein Nachbar oben auch, der in Frankfurt wohnte, der hat mit der Stasi gearbeitet, war aber vorher NSDAP-Mitglied und dann wachte auf und dann war er in der heutigen Gedenkstätte, also im Stasi-Gefängnis, war er dann inhaftiert. Hohenschönhausen. Und er war aber der Letzte, der Einzige, der praktisch nach Westdeutschland dann nach 2 Jahren gehen konnte, weil es gab internationalen großen Protest. Und sie hatten eben angesagt, okay, er wird freikommen, wenn er sagt, in der DDR, in der Bundesrepublik ist alles blöd, aber DDR ist toll. Da hat er gesagt, nee, das mache ich nicht. Und dann gab es mit Bertrand Russell eine große Kombination und sie haben ihn dann praktisch nach Westdeutschland
freigelassen, finde ich auch ganz toll. Ich habe ihn noch persönlich kennengelernt und er hatte dann eine Rede gehalten, das war vor der Ausbürgerung von Biermann am Wittenbergplatz. Und da hat Heinz Brandt dann eine Rede gehalten gegen die Berufsverbote, da hat er sich eingesetzt. Und hat gesagt, ja, wir kämpfen hier gegen die Berufsverbote, aber die gab es ja nicht nur in West-Berlin und Westdeutschland, die gab es ja auch im Osten. Und sagte dann Walter, Wolf Biermann und da sein Freund, der Professor Robert Havemann. Und von den 20.000 haben die Hälfte geklatscht, dazu gehörte ich, und die andere Hälfte hat gepfiffen. Aber so war eben auch die Situation. Und er hat dann auch mit Rudi Dutschke die Grünen mitgegründet, also Heinz Brandt. Ich sage immer, wir fahren ja auch bei der letzten Tour oder vorletzten Tour durch die Heinz-Brandt-Straße. Der hat wirklich die deutsche Geschichte als Person voll integriert. Eine ganz wichtige Persönlichkeit und deshalb ist gut, dass eine Straße nach ihm benannt wird und auch eine Schule gibt es, die Heinz-Brandt-Schule. Finde ich wirklich toll. Ja, und wenn ich hier vorbeifahre, muss ich immer daran denken. Und das ist ja toll. Ja, jetzt geht es dann und dann kommen wir gleich zum Bahnhof. An der Brücke halten wir nochmal Linien, die nach Hennigsdorf zum Bahnhof fahren wollen oder lieber nach Heiligensee. Da braucht man nicht das ABC-Ticket. Können wir dann aber entscheiden. Ne? Bis gleich. Ja, jetzt sind wir quasi am ersten Ende. Wer will denn jetzt schon nach Heiligensee fahren oder wer will noch mit zum Bahnhof fahren? Die Frage kann keine Antwort. Kehren wir nicht mehr ein? Heiligensee. Heiligensee? Okay, wenn da nur ein oder zwei Personen sind, dann fahren wir da hoch, ne? Und da machen wir den offiziellen Abschied. Okay? Wir waren noch, letztes Jahr waren wir doch hier irgendwo. Ja, ja. Ja, ja. Dann waren wir hier. Okay, dann brauche ich eigentlich gar nicht mein Megafon, wo so viel. Ja, also wir sind hier am Ende wieder angekommen und freue mich. Wir hatten tolles Wetter, eine etwas andere Tour als normal, aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Und wir treffen uns hier wieder in 14 Tagen am Samstag um 14 Uhr. Ja, alles Gute, schönes Wochenende noch und bleiben Sie alle gesund. Und war wieder wunderbar. Vielen Dank, alles Gute. Danke.